Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge FIFA 23 Karriere. Es geht gegen Gladbach, wir sind immer noch Vorletzter. Gegen Köln gewonnen, das war schon mal wichtig. Jetzt gegen Gladbach. Wie gesagt, wir brauchen Punkte, sonst war es das. Wir schauen mal. Ob das immer noch Wolf ist? Borussia Mönchengladbach mit dem Anstoß. Damit rein ins Spiel. Das gibt Einwurf. Das macht er sehr gut. Boah, Und schade. das gibt Freistoß Ich für möchte nach Gladbach. Möglichkeit natürlich nicht absteigen So, geht im er Tor, gleich gut ja. los hier. Frühes Tor, Ja, Hannes das Wolf wird ist es interessant tatsächlich hier. Wolf. Und Und der liegt damit haben früh wir den hinten. ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Was halt wichtig wird jetzt in der Rückrunde, wir müssen Gladbach über gegen den die Flügel unten, jetzt. gegen Sie die, wo kommen unten nicht stehen, durch. gewinnen. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Was Sie da vorhaben, ist klar. Schnelle Vorstöße, Lücken schaffen. Er kann es machen. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Hatten wir noch mal Erstmal Glück. keine Gefahr mehr. Ja, energischer Vorstoß. Der Ball läuft richtig gut. Gut geblockt. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Gegen die Jetzt Kleinen wird's müssen wir gefährlich werden. gewinnen. Schöne Ball im Gegen die Spiel gehalten. Großen, der ein oder andere Punkt wäre auch wichtig, aber gegen die Kleinen müssen wir auf jeden Fall gewinnen, sonst geht es halt eben, wie gesagt, runter. Ja, immer wieder die Rufe der Ja. Fans. Wieder können sie Und nicht wieder stoppen. Wolf. Er Wolf macht mit dem hier Tor Doppelpack. Nummer 2. Doppelpack. Wie gesagt, in der Winterpause bin ich 2-0 steht's hier. Sie machen einen herausgeflogen. guten Eindruck. Muss ich ja wieder neu starten, weil ich einfach die Verträge nicht verlängert hatte. Hatte gar nicht gewusst, dass das deshalb geht. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Die Chance jetzt. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Wolf einfach mit dem Hattrick. Spitzenleistung. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Die Gelegenheit. Halbzeit. Einzige, der bei uns noch gut drauf ist, ist Scully. Rest. Mit mir nicht. Der Ball rollt wieder. Ob sie auch in der zweiten Hälfte so überzeugend auftreten wie in Durchgang 1? Ja, muss ich sagen, habe ich mich ja gut geschlagen mit der Mannschaft. Wie gesagt, wir hatten jetzt keine Überspieler Er fängt drin. diesen Ball ab. Ich kaufe mir dann auch immer meistens die Leute, die ich gut haben kann. Meine Nicht Lieblingsspieler ungefährlich, und das Steilpass. 4-0. Sie müssen Nein. weiter aufpassen. Pfosten. Die Chance jetzt vielleicht Das zum Problem ist Konter. halt eben, dass je nachdem, wie viel Zeit ich habe, immer nur so Alu-Treffer. zwei, Diese drei schöne Saisons möglich Aktion sind. Und da hätte kann man halt ein eben Tor nie wirklich verdient riesig gehabt. viel Es fehlen aufbauen. Zentimeter. Außer man pumpt am Anfang jede Menge Geld rein. Aber mal schauen beim neuen FIFA, was wir da machen. Sie holen sich hier den Ball. Ja, starker Pass. Vielversprechender Steilpass. Er kann diese Situation so gerade noch entschärfen. Da ist er einen Tick früher zur Stelle. Ha, das war knapp. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Macht er ihn! Oh, die Super erste gemacht vom Chance Torwart. nach 84 Minuten. Boah, wir sind wieder Ecke da. kommt. Und die zweite, boah, es wird Weiterer immer Eckball für besser. Sie. Gut geklärt. Unaufhaltsam. Tja, wo ist die Lücke? Klasse aufgebaut Oh, vom schade, ein Torwart. Tor wäre echt noch So, schön wir haben den gewesen. Schuss. Aber das bleibt uns nicht gegönnt. Oh, Köln wieder verloren.
Jetzt natürlich direkt gegen die Bayern, das ist natürlich wieder, ja, entweder eine Katastrophe oder eine Sensation. Gegen Bayern kann es eigentlich nur eins von beiden geben. Sensation oder Katastrophe. Lassen wir uns mal überraschen. So. Oh, stopp. Wir haben Post. Vielleicht möchte jemand spielen. Ja, lassen wir Sabina mal spielen. Wieso denn nicht? Was soll denn bitte schief gehen? Viel mehr schief gehen kann ja nicht. Das ist der Anpfiff. Das Spiel Das letzte läuft. Mal hatten wir eigentlich gut gegen die Bayern gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Ist Aber wir jetzt der hatten Steilpass. gar nicht mal so schlecht gespielt. Malkobos. Hatten, glaube ich, sogar zweimal den Ausgleich geschossen, oder war das ein anderes Mal? Starke Aktion. Er lässt den Verteidiger stehen. Bernardo Silva jetzt mit der Chance. Den Ja. macht er ganz seriös ins leere Tor. Diesmal wird es wahrscheinlich nicht so einfach. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Gute Wir müssen Pässe auch immer jetzt. beim ersten Jetzt Schuss das kommt die Gegentor Flanke rein. bekommen. Ein richtig Oh. guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Pass bleibt hängen. Warum machen die den Den dann Ball will er nicht kurz? hergeben. Guter Steilpass. Sie spielen den Ball hoch. Erstmal wichtig, hier im Ballbesitz zu bleiben. Riesenchance. So, die Bayern machen das Tor und gehen damit mit Komm. zwei Treffern in Führung. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Er bekommt Hilfe. Jetzt gibt es hier vielleicht die Oh, Chance. 2-1. Das ist der Anschlusstreffer. Back. Ist noch mehr für Sie Boah, wir haben drin. ein Tor geschossen gegen Bayern. FC Aktueller Spielstand Bayern. jetzt also 2-1. Wir sind wieder da. Wir sind wieder im Carlos Soler. Geschehen. Joshua Kimmich hatte mal. Das muss Ja, es oder fast auch nicht. sein. Tor für Bayern München Der und die Kittel Bayern da. liegen also mit zwei Treffern in Führung. 3-1 heißt es also jetzt. Da wäre jetzt Platz. Gut abgeblockt, so wird nichts aus der Flanke. Kimmich. Sie spielen den Ball steil, guter Heber. Bernardo. Carlos Soler bekommt ihn zurück. Pausen. Pause. Weiter geht es mit Durchgang 2. Die Bayern liegen klar vorne. Kann aus ihrer Sicht gerne so weitergehen. Es ist, weil die Bayern wieder aus jeder Wichtig, Chance ein erholt den Tor machen. Ball. Das Glück haben wir nicht. Wird das eine Torchance? Aber wie gesagt, wenn du eh schon schlecht drauf Und bist, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. kommt meistens immer noch Pech dabei, Da haben die etc. Bayern Dann Platz. und Da wir ist sind die ja aktuell Chance. schlecht drauf. Wieder können sie ihn nicht stoppen. Er macht hier Tor Nummer 2. Doppelpack. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. So, das nächste Ey, das Tor, gibt's doch das wird nicht. immer deutlicher. Vorsprung ist klar. 4 Tore, die Das lassen eben nichts mehr gibt's ja anbrennen. gar nicht. Kriegen wir jetzt hier noch zweistellige? 5-1 jetzt also der Spielstand. Oh je. Bin mal gespannt, wie wir als nächstes kommen. Wie gesagt, gegen die unteren Geht müssen da wir auf jeden voll Fall in punkten. diesen Zweikampf. Kann jetzt über den Flügel kommen. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Da ist die Chance. Ah, da ist das Tor, aber da Ey, machen das sie es ihnen zu gibt einfach. Das es nutzt er nicht. eiskalt. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr.
Aaron Wan-Bissaka. Ball bei Wan-Bissaka. Vorteil für den FC Bayern. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Oho, ein gehaltener Ball, habt ihr es gesehen? Ganz starke Aktion. Wir hören den Schlusspfiff. Freiburg gewinnt. Ja, wir überspringen ihn einfach mal. Für uns sowieso nicht relevant. Transfersverlauf. Alle Vereine, da können wir mal noch schauen, ob es da noch was Besonderes gab. Das ist natürlich mit dem letzten Mal gemischt. Oh, mein Bauch ist am Krummeln. Ich muss gleich mal was essen. McKennie zu den Spurs. Zu Tottenham. Malen wieder nach Dortmund. War der nicht bei... Doch, der war doch bei Dortmund, oder? Ja. Nach Leicester und wieder zurück. Oh, Sané nach Inter. So, und da würde ich sagen, wir haben 7 Nachrichten. Ich habe doch verlängert. Hatte ich mit dem falschen Auto verlängert? Das kann ich. Ich könnte schwören, ich hätte es gemacht. €30 Millionen. Ja, ein bisschen bei Laune halten müssen wir das Team irgendwie. Jetzt geht's gegen Mainz. Ich weiß gar nicht, wie Mainz aktuell da steht. Aber wir müssen jetzt eigentlich fast jedes Spiel gewinnen, sonst... Ja, nicht jedes, aber... Doch einige. Gegen Köln war unfassbar wichtig und danach geht es direkt gegen Leipzig. Oh, die haben 9 Punkte mehr wie wir. Da müssen, die sind 14, da müssen wir auf jeden Fall punkten. Gladbach nur 9. Ja, wenn ihr jetzt noch Bayern gegen Dortmund tauscht und Leverkusen gegen Leipzig, dann kommen wir auf die fast aktuelle Abschlusstabelle. Wenn es denn so kommt. Leverkusen, denke ich, hat ein echt richtiges Potenzial dieses Jahr. Leipzig ist mal so. Bayern eigentlich wie immer, die Bayern. Dortmund, denke ich, wird diesmal 4. oder 5. Wir haben jetzt eine echt richtig schwere Woche. Jetzt kommt am Wochenende Gladbach, das würden sie wahrscheinlich gewinnen. Dann kommt, glaube ich, AC Mailand in der Champions League. Dann kommt Leverkusen, Leipzig und Stuttgart im Pokal. Es wird richtig schwer für die Dortmunder. So, wir schauen jetzt mal hier noch einmal in die Nachrichten. So, dann schauen wir gerade da mal noch rein. Uschowski möchte mehr Geld. Das machen wir gerade mal noch, bevor ich es wieder vergesse. Da ist er ja. So, und jetzt jammert nur nicht rum.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. In der nächsten Woche, ja, genau. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.